Also die nächste Frage handelt es, dabei handelt es sich um, warum soll ich mich überhaupt mit dem Thema finanzielle Bildung beschäftigen? Ja, ist auch eine sehr, sehr spannende Frage und leider Gottes ist das Thema Finanzen für viele ein ja, sehr langweiliges Thema, beziehungsweise interessieren sich nur wenige wirklich für das Thema Finanzen. Und was ich noch sehr viel schlimmer finde, dass sich sehr viele auch nicht einmal mit den eigenen persönlichen Finanzen auseinandersetzen. Und hier von kann ich definitiv nur abraten. Also bitte beschäftigen Sie sich wirklich mit dem Thema finanzielle Bildung. Sie haben mittlerweile so viele Möglichkeiten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Sei es entweder, indem Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren, indem Sie unseren Online-Lehrgang besuchen. Oder natürlich gibt es auch von zahlreichen anderen Anbietern und von zahlreichen Kollegen ein umfangreiches Bildungsangebot rund um das Thema persönliche Finanzen. Warum bin ich so scharf drauf oder stehe ich drauf, rund um das Thema finanzielle Bildung Videos zu machen, beziehungsweise auch solche Livestreams zu machen und Kursangebote anzubieten? Weil ich eben leider Gottes in meiner mehr als 20-jährigen Berufserfahrung für österreichische und international tätige Banken immer wieder festgestellt habe, dass Menschen leider Gottes, und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist so, überhaupt keinen Plan vom Thema Finanzen haben. Und damit meine ich jetzt nicht komplexere Themen wie Wertpapiere oder welche Aktie soll ich kaufen, sondern hier fängt es schon wirklich bei den Basics an. Wie verwende ich ein Konto richtig? Was ist der Unterschied zwischen einem Dauerauftrag und einem Einziehungsauftrag beziehungsweise einem Lastschriftverfahren? Warum soll ich mir überhaupt einen Kontoauszug anschauen und kontrollieren? Welche Gebühren sind verknüpft mit einer Bankomatbehebung? Fallen dort überhaupt Gebühren an? Also Sie sehen hier, ich spreche hier wirklich von Basics und nicht von irgendwelchen hochkomplexen Optionsscheinen oder ähnlichen Dingen. Und aus diesem Grund habe ich mir es eben mit zum Ziel gemacht, das Thema finanzielle Bildung etwas weiter in die Welt hinauszutragen. Aber so, jetzt genug zu dem Thema. Schauen wir uns die Frage an. Warum sollten Sie sich mit dem Thema persönliche Finanzen beschäftigen? Oder finanzielle Bildung beschäftigen, so wie die Frage lautet. Der erste Grund ist schon mal, dass Sie sich nicht von anderen Menschen abhängig machen. Das passt so ein bisschen zu dem Beispiel, wo ich vorher gesagt habe, und meiner Berufserfahrung. Also Menschen sind wirklich in die Bank gegangen und haben sich blind auf Bankberater verlassen. Und wenn ein Bankberater mal keine Zeit gehabt hat oder vielleicht erst in einem Monat Zeit gehabt hat, dann waren sie vielleicht, also ein Monat ist jetzt vielleicht übertrieben, aber erst nächste Woche oder in 10 Tagen einen Termin frei gehabt hat, dann waren diese für diesen Zeitraum mehr oder weniger überfordert. Und diese Abhängigkeit von Finanzberatern führt in weiterer Folge einfach auch dazu, dass sie sehr, sehr viel Geld verschenken. Weil die Aufgabe eines Bankberaters, und ich möchte hierbei jetzt nicht Bankberater schlecht machen oder Vermögensberater schlecht machen, so, aber deren Aufgabe ist natürlich auch, den möglichst hohen Output für die Bank beziehungsweise für die Vermögensberatung oder auch eine Versicherung zu erwirtschaften. Und aus diesem Grund werden Sie auch im Zusammenhang mit Banken ohne Verhandeln immer einen schlechteren Preis haben oder erhalten, als wenn Sie verhandeln können und etwas von der Thematik verstehen. Das heißt, Sie verschenken hier ja schon relativ viel Geld. Und ich meine, das macht jetzt bei einem Konto vielleicht nicht so viel aus, wo die jährlichen Kontogebühren 100 Euro betragen. Aber stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Wohnung oder Sie kaufen ein Haus für 200, 300, 400 oder 700.000 Euro und rechnen Sie sich dann hier mal mathematisch durch
was es ausmacht, wenn Sie eine Bearbeitungsgebühr nur um 2% nach unten reduzieren können. Oder die Zinsen für 500.000 Euro lediglich ein Achtel weniger ausmacht. Und dort können Sie eben nur verhandeln, wenn Sie sich mit dem Thema persönliche Finanzen eben auskennen und sich nicht blind in die Abhängigkeit eines Vermögensberaters bzw. eines Bankberaters oder, wenn man weitergeht zum Thema Versicherung, eines Versicherungsvertreters oder eines Versicherungsmaklers begibt. Also der erste Grund ist schon mal das Thema Abhängigkeit. Wegkommen von der Abhängigkeit der Banken. Zweitens sollten Sie sich, das passt auch noch zum Thema Abhängigkeit, sollten Sie sich damit beschäftigen, wie kann ich ein bisschen sparen, um vielleicht hier auch vorzugreifen auf die nächste Frage, wo es um das Thema Notgroschen geht. Wie kann ich mir einen Notgroschen aufbauen, dass ich nicht immer bei jeder Autoreparatur oder wenn ich in Urlaub fahren möchte, zur Bank gehen muss und meinen Kontoüberziehungsrahmen ausnutzen muss oder gar einen Kredit aufnehmen. Also das ist so, hängt auch sehr stark mit dem Thema Abhängigkeit zusammen. Und das sind einmal zwei schon so wichtige Punkte, warum Sie sich mit dem Thema finanzielle Bildung und den eigenen persönlichen Finanzen beschäftigen sollten. Und ein weiterer Grund, welcher mir hier jetzt dazu auch noch einfällt, ist, dass Sie ja das Geld letztendlich auch immer einen Einfluss auf Ihr persönliches Leben hat. Und nicht umsonst gibt es diesen Spruch, ich weiß jetzt nicht, ob man den überall kennt, aber bei uns in Tirol ist das ein typischer Spruch, ohne Moos nichts los. Also Sie sollten hier einfach immer bedenken, wenn Sie Ziele haben für Ihr Leben und diese Ziele auch erreichen möchten, sei es beruflicher Natur oder sei es anderer Natur, dann benötigen Sie hierfür, um diese Ziele zu erreichen, Geld. Und damit Sie Geld verdienen können, beziehungsweise Ihre Finanzen dafür in Griff haben, um die Ziele zu erreichen, müssen Sie auch ein gewisses Grundverständnis rund um das Thema Finanzen haben und dementsprechend dann auch dementsprechend mit Ihrem persönlichen Geld umgehen. Also wie gesagt, es geht letztendlich einfach darum, wirklich sich damit zu beschäftigen, um dann eben auch die Ziele zu erreichen und nicht immer am Limit zu leben. Also so wie, ich weiß, ich wiederhole mich. Aber leider Gottes habe ich es in meinen 21 Jahren sehr häufig erlebt, dass jeder Urlaub auf Pump finanziert wird. Also sprich in Form von Kontoüberziehungen. Oder dass Urlaube über Kredite finanziert werden oder auch jede Kleinigkeit, sei es ein neues Notebook oder ähnliches, über Kaufhauskredite finanziert werden müssen. Und irgendwann dann nochmal so eine hohe Summe an monatlichen Raten auskommt, dass von finanziellem Wohlbefinden überhaupt nichts mehr vorhanden ist. Und ich meine jetzt damit nicht, dass jeder Millionär sein muss oder 500.000 Euro auf der Seite haben muss oder auch 200.000 Euro. Sondern mir geht es einfach wirklich darum, Sie dorthin zu bringen und Sie so zu motivieren, dass Sie sich mit Ihren persönlichen Finanzen beschäftigen und dann irgendwann einmal in diese Situation gelangen, dass Sie keine finanziellen Sorgen mehr haben. Also sprich, da das Leben bringt von Haus aus sehr viele Sorgen mit sich, da brauchen wir dann in weiterer Folge nicht auch noch finanzielle Sorgen, wenn einmal das Auto kaputt wird. Und das sind so einige Gründe, warum Sie sich mit dem Thema finanzielle Bildung beschäftigen sollen. Und wenn Sie jetzt überhaupt nicht wissen, wie Sie das Ganze angehen sollen, dann lade ich Sie natürlich auch wieder sehr gerne in unseren Online-Lehrgang finanzielle Bildung durch Wissen zu besseren Konditionen und finanziellen Wohlbefinden ein. Ja, ich glaube, die Frage ist somit beantwortet, oder? Genau. Oder fehlt dir noch was, Philipp? Mir fehlt persönlich nichts mehr. Okay. Aber mich würde interessieren, von unseren Zuschauern, wie viele von Ihnen sich im Speziellen schon persönlich sehr
ja, nicht jetzt wirklich intensiv, aber sich schon mal ein bisschen mehr mit den persönlichen Finanzen beschäftigt haben und ob sie schon mal bei der Bank oder bei ihrer Versicherung versucht haben, ja, die verschiedenen Späßen zu verhandeln und nach unten zu drücken. Und die Erfolgsquote hierzu wäre natürlich auch interessant, gerade speziell aus dem Blickwinkel heraus, inwieweit Banken heutzutage standardisiert sind oder wirklich in der Konditionengestaltung noch flexibel sind, beziehungsweise wo sie flexibel sind. Also hier vielleicht einfach Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Genau, danke. Einfach in den Kommentaren teilen.